Moin moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Mutant Year Zero Road to Eden. Immer noch bei Thema E-Sport und mit eurem Ecki, das bin ich. Ja, wir haben hier erfolgreich schon ziemlich viele Leute herausgenommen und haben jetzt noch, soweit wir es sehen konnten, zwei Gegner, die verbleibend sind. Und die werden wir jetzt gleich im nächsten Step einfach auch eliminieren. Vielleicht teilen die sich ja auf, das können wir ja nochmal gucken. Ja. Siehst du wohl. Guck, damit haben wir die doch auch gut getrennt. Ich habe das gemacht. Was denkst du darüber, huh? 8 verbleibend. Gehen wir einmal hier hin. Nehmen den raus. Jetzt noch einmal mit der guten Selma. 75% müssen hier ja 100 haben. Yep. Somit haben wir den auch rausgeholt. Und jetzt nehmen wir noch zu guter Letzt den letzten Gegner gleich. Und erschießen den auch noch. So. Ein Stückchen dichter dran, Bormin. Und dann tacker ihm mal mit einer Nadelpistole ordentlich an die Wand. Und eine kleine Explosion. Und wir sind Level 32. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel aufsteigen hier. Liegt doch eine Kiste, oder? Ja. Da dürfte doch wieder eine Waffe drin sein, von der Länge und Größe her. Und wir haben hier wieder mal einen Bummstock mit 8 und 11. Hey, follow me. Aber der interessiert mich jetzt nicht so. Ja. Oh, warte mal, da liegt noch was in der Ecke. Seltener Schrott. Schauen wir uns hier noch ein wenig um. Vielleicht finden wir hier noch ein Artefakt. Für Prips. Damit wir uns da noch ein bisschen verbessern können mit den Artefaktpunkten. Nee, hier sehen wir jetzt gerade nichts mehr. Gut, dann springen wir einmal runter. Können wir auch unten eigentlich rein? Doch, wir waren noch unten schon einmal drin. Können wir mal gucken, ob sich hier vielleicht noch loottechnisch was geändert hat. Ob hier vielleicht noch was drin liegt. Na, wo ist denn der Eingang? Nur an der Seite einer. Kann man hier so durchs Fenster laufen? Nein, können wir nicht. Okay. Guck mal, da ist das noch so ein Spielplatz. Leuchtet da was? Drauf liegt auch nichts. Gut, dann gehen wir einmal hier rein. Hier noch was finden. Wir konnten ja nicht alles ablaufen, weil wir Angst hatten, dass wir hier gehört werden. Oh, gewöhnlicher Schrott. Ist jetzt nicht so krass, aber nehmen wir einfach mal mit. Ein defektes Elektrogerät. Oh, da hinten in der Ecke, das ist doch ein Artefakt bestimmt. Ein Defibrillator. Oh, 50% der Sachen für Prips anscheinend gefunden. Dieses Gerät mit der Aufschrift Defibrillator scheint der Entspannung gedient zu haben, da auf dem Diagramm ein offenbar schlafender Altvorderer abgebildet ist, der mit dem Gerät behandelt wird. Vermutlich wurden dabei gleichzeitig diese offenbar lästigen Frips entfernt. Defibrillator. There's instructions to use this on somebody who's lying down. Maybe something to aid sleep or to relax. This sounds relaxing. Maybe I'll use it to unwind when I get back to the Ark.
Ja, wir gehen jetzt mal hier noch dem Punkt nach und dann werden wir auf jeden Fall zurück in die Arche gehen. Werden mal die ganzen Waffenmods ausprobieren oder austauschen. Und dann auch noch einen Punkt bei den Artefakten ausgeben. Oha, da hängt ja einer. Magnus befreien. Der war mir die ganze Zeit noch nicht so aufgefallen. We're safe for now. We free the prisoner. He's a stalker named Magnus, part of Hammond's team, Selma's partner. Magnus is a mutant too. Not on the outside, but on the inside. He's got powers, mind powers. But he's not insane like the Nova Sect. He's calm, real calm. Tune into some frequency only he can hear. Magnus tells his tale. Him and Hammond were ambushed by the Nova Sect. Nova Sect heard about Hammond. Heard he could talk to machines. Get machines going. So they left Magnus here to die. And took Hammond south to their hangout. They call it the Spear of Heaven. Nova Sect would make Hammond interpret the gifts of the ancients and open the gates to Eden. Whatever that means. Magnus thinks they're gonna blow up the zone and take the Ark with them. I suggest we rescue Hammond before something goes boom. Selma and Magnus agree. Even ducks. Okay. Nehmen wir mal die Zonenkarte. Schauen, wo wir hin sollen. Können befreien. Sehen wir gerade noch nicht. Oh, da ganz unten. Aber wie kommen wir da hin? Gucken uns mal das Team an. Können wir doch bestimmt irgendwie. Ah, cool, okay. Magnus hat 18 Punkte verfügbar. Immunität gegen Überwachungsangriffe während des Sprints. Uppala, da sind wir gerade rausgeflogen. Und falsche Taste. So, wir wollten noch gucken, wegen den Mutationspunkten. Du kannst mit blitzschnellen Sprints an Gegner vorbeistürmen und hast dabei eine hundertprozentige Chance, Überwachungsschüssen auszuweichen. Telekinese-Schild. Deine enorm übersinnlichen Fähigkeiten erzeugen einen Schild, der Kugel mit einer Chance von 25% aus der Luft pflückt und sie unschädlich macht. Klingt doch cool, oder? Schleichen von Deckung zu Deckung. Endlich zahlt es sich aus, dass du jahrelang durch die Zone geschlichen bist. Dank deiner katzenhaften Sinne hast du ein überragendes Gespür für deine Umgebung und kannst Gegner meistens unbemerkt umgehen. Okay, nehmen wir auch. Müssen wir ja. Kommen wir nicht dran vorbei. Spieler. Eine Willenskraft und Kontrolle über andere Humanoide übernehmen, um diese billige Marie. Okay. Das klingt heftiger. Haben wir noch 5. Ren und Peng finde ich jetzt nicht so geil. Hier drauf, mit dem nächsten Level Up kriegt er noch mal ein paar Lebenspunkte. Selma hat 5, Dax hat auch 5. Bringt uns jetzt so hier nicht wirklich. Waffen hat er dann. Er hat von Haus aus so eine Rambino. Können wir ja die noch geben und dann gucken wir, dass wir mal Reichweite und
Nur noch so ein Pyropanzer. Ja. Sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen einmal zur Arche. Gucken mal, was uns der Älteste dort alles zu sagen hat. Und dann wird uns ja schon hoffentlich gezeigt, wie wir da ganz unten rechts hinkommen. So. Arche, wir können nichts machen, wir haben ein Ladeball. Ich weiß nicht, ob das Spiel gerade hängt. Scheint nicht. Jetzt können wir uns bewegen. Das war ja eigenartig. Gehen wir einmal zu Prips. Wir haben ja ein Artefakt. Nehmen wir den Effekt der Granate. Dann gehen wir zu Iridia. Wir kaufen jetzt tatsächlich die Armbrust. Until next time. Gehen einmal in die Bastelgrube. Hear those zone dogs are getting big. I mean big. I hear they can knock you down if they get a running start. So don't go petting them or anything. And they travel in packs. So if you see a dog barking for his buddies, get the hell out of there. That advice is free of charge. So. Erschrocken. Armbrust. So. Wir nehmen aber diese Armbrust, die verbessern wir einmal auf Stufe 2. Die bekommt denn. Ah. Vielleicht weiter die andere. Egal. Das war der. Der Griller. Okay. So. Take it easy. Gehen ins Inventar. Gern die. Ne? Beide haben den Griller, glaube ich. Ach ja. Na. So. Geben wir ihm die hier. Ah. Gehen wir mal kurz in Deltas Bastelgrube. Welcome to the Fix Pit. No, we don't give a stalker discount. Oh, warte mal, jetzt tauschen wir nochmal ganz anders. Entfernen wir die. Ich die. Jetzt gehen wir nochmal in die Bastelgrube. Führen wir nämlich diese hier. Dann müssen wir irgendwann mal was. Ich machen, ne? Oh. Nicht. Zielvisier, Zielvisier. Überall ist ein Zielvisier drauf. Take it easy. Sehr gut. Gehen wir zum Ältesten. Gucken, was das sagt, dass wir Magnus haben. Ich vertraue dir, meine braven Stalker. Ich weiß, dass du Hammond findest. Aber ich bereue mich. This search is taking longer than we anticipated. You're going deeper into the Zern, farther than you have ever been. This exploration may lead to questions.
questions poison the mind. Keep your mind on the mission, and you will prevail. Good luck. Survive and persevere, my brave stalkers. Ja. Gut. Kommen wir denn dahin? Weiter hierhin? Sieht irgendwie und immer noch aus. Das nervt mich. Muss ich irgendwie noch hier rausfinden. Ich habe gesagt, komm, wir gehen dahin. Gehen dahin. Und dann gucken wir, dass wir das Gebiet klären. Sag mal, wir sind jetzt Level 31, 32 oder sowas in dem Dreh. Da sollten wir das ja wohl irgendwie gebacken kriegen. Also da haben wir ja schon weitaus schwierigere Parts erlebt und meistert. Weißt du nicht, ob ich ihn mag? Keine Ahnung. Gut, gehen einfach mal in die Richtung. Wir nehmen ihn jetzt auch mal so mit, wie er ist. Solange wir nicht im Kampf sind, können wir ja immer noch tauschen. Wenn wir noch ein, also da werden wir bestimmt ein Artefakt finden. Eine defekte Waffe. Ja, auch eine? Sag nicht, aus der Knochen irgendwo im Kühlschrank ist oder so. Habe ich ja jetzt noch nicht gesehen oder gefunden. Mal schauen, wie viel Lebenspunkte die Gegner hier so haben in dem Bereich. Ich hoffe ja nicht allzu viele. Tut mir echt leid für diese Soundpacks, aber nicht an mir oder meiner Technik. Ein wenig ärgerlich. Nervt mich auch ein bisschen, aber wir können es nicht ändern. Hier liegt noch was. Oh, was ist das denn? Warum wackelt der Boden? All that scrap spread out around here. Whatever happened to this thing, broke it up good. Reist er jetzt wieder zurück? Ey, ich bin noch sowas von weit weg gewesen davon. Also das ist ja gerade richtig schlecht. Also so ein Blödsinn. Naja, dann dürfen wir gleich wieder zurückgehen und dürfen noch einmal Ladebalken sehen. Tut mir leid, aber da konnte ich jetzt gerade nichts für. Ich war der festen Überzeugung, dass das eigentlich weit genug ist. So als Abstand zum Reisen. Irgendwie eigenartig aussehen, wie so eine hirnstehende Gasmaske trägt. Steht da unten. Grönland? Mal schauen, was uns da so erwartet, ey. Hier gibt es auch nur dieses Gebiet, also es geht nicht noch tiefer, wie es aussieht. Würden wir hier noch weitere Wegmarker bekommen. Uns erstmal hier wieder um. Ein Artefakt. Nee. Ein Medikit. Gewöhnlicher Schrott. Eine defekte Waffe. Elektroteile. Da seht mal. Obwohl wir uns erst eine dicke Armbrust gekauft haben, haben wir nach wie vor... Oh, guck mal, da ist eine Kiste.
und ein Marodeur und ein Schamane. Schau mal einfach in die Kiste, was hier drin ist. Vielleicht ist da eine richtig fette Wumme. Eine Notiz. Mimir Z600 Handbuch, Seite 319. Abschnitt 3. Kombatanten. Kombatanten Erkennungssystem. Irrtümlicher Beschuss gehört mit dem aktualisierten Algorithmus des Kombatanten Erkennungssystems KES von Mimir der Vergangenheit an. Das Z600 erkennt Verbündete ab sofort anhand biometrischer Daten und das Highspeed-Lasersystem hat eine Präzision von 99,9%. Konfiguration. Wichtig. Legen Sie das korrekt formatierte KES-Laufwerk A in das Laufwerk-Slot B ein, um vor der Aktivierung des Systems eine korrekte Konfiguration der Freunderkennung zu gewährleisten. Achtung! Wird die Reihenfolge der Laufwerke vertauscht, attackiert das Z600 alles und jeden, in diesem Fall keinesfalls booten. Guck mal, hier kommt schon wieder einer. Gehen wir jetzt auch weg da. Und starten hier den Hinterhalt. So. Dann kommt Magnus. Oder Magnus. Prozent. Immer wegen diesen Blättern. Also da sind so Sachen, die finde ich total daneben. Mal. Dann geht's. Die Richtung. Schauen einfach mal. Untersuchen. The ghouls that murdered the Cook's settlement came here. The lair of the Horned Devil. Never seen the Horned Devil, but I hear he's a handful. Okay. So this sign clearly indicates there's a devil with horns in there, plus a bunch of ghouls who butcher settlements for fun. Who wants to turn around? Let's vote. Forget the Horned Devil. We can't let these ghouls slaughter another settlement. Let's get in there. Hmm. Gut. That ghoul. Someone or something got this one good. I've seen these crashed machines all over the zone, but never one this shiny. Like it's almost new. Even the star shows. Hier vielleicht noch was? Ja? Extreme Überlebenswochenenden. Camp Elch präsentiert extreme Überlebenswochenenden. Präsentiert vom weltbekannten Reality-TV-Star Gegrillter Bär. Erfahren Sie, wie man ungekochte Tiere unterschiedlicher Verwesungsgrade verzehrt. Erleben Sie, wie es sich anfühlt, mit Blutegeln und ihren eigenen Fäkalien bedeckt zu sein. Verbrennen Sie alles, was Sie in Ihre schmierigen kleinen Finger bekommen. Jetzt anmelden. Begrenztes Teilnehmerfeld. Nur 30 Minuten von Gotenbock entfernt. Schwede. Freaks. Richtige Freaks. Okay, da geht's anscheinend weiter. Ich würde sagen, wir knüpfen uns aber nochmal den Kollegen nach vorne vor. Der hat 24 Punkte. Das heißt, den müssen wir mit lauten Waffen angreifen. Schaden machen korrekt. 6, 15, 11. Den Waffen. Sollte das doch hinhauen, oder nicht?
Wir haben hier 7, 8 und 15. Und nee. Wir lassen den Kampf. Bauen ihn für ihn rein. Was hier? Oh. Ach, verdammt. Fähigkeit haben wir gar nicht mehr drin, ne? Egal. Gut. Wir geben ihnen einen mit. Leider nichts Kritisches. Einmal hier hin. Und dann haben wir die gute Selma. Die den ganzen ein Ende setzt, hoffe ich. Sehr schön. Nice. Wieder mal ein Level Up, Level 33. Ziemlicher Schrott. Hier ist nichts weiter, was wir einsammeln können. Und ja, bevor wir weitergehen, würden wir hier mal wieder einen kleinen Break machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und denn, euer Ecki.